Am 3. August 1778 fand die feierliche Eröffnung des Teatro alla Scala statt. Ein großartiges, denkwürdiges Ereignis. Das Projekt wurde vom Mailänder Adel finanziert und fand besondere Unterstützung durch die Kaiserin Maria Theresia, welche diese Gelegenheit nutzte, um auf ihren italienischen Besitztümern eine würdige Konkurrenz zum Teatro San Carlo in Neapel zu schaffen. Bei dieser Eröffnung wurde die Oper L'Europa riconosciuta des jungen Antonio Salieri uraufgeführt, einem Italiener, der jedoch in Wien seit frühester Jugend zu Hause war, wo er studierte und eine erfolgreiche Laufbahn beginnen konnte. Diese Aufführung wurde zu einem echten Triumph, der erste Schritt einer ruhmreichen Geschichte. Der Stil dieser Oper repräsentiert perfekt eine glückliche Verbindung zwischen dem vorherrschenden italienischen Modell und den musikalischen Innovationen aus Wien. Hören wir jetzt zusammen einen kurzen Ausschnitt aus der Arie Quando Piorato Freme. Merken Sie, wie die instrumentale Begleitung wirklich stark und lebendig ist. Und nicht nur einfach begleitet, sondern eine aktive und kraftvolle Beziehung mit der Stimme bildet. Diese Oboe ist fast ein zweiter Solist. Spannung. Schluss. Stimme. Antwort. Wieder. Richtung.